So, hallo und herzlich willkommen zurück. Entschuldigung, zu The Whispered World Teil 2. Ja, ich habe vorhin versucht auch aufzunehmen, aber OBS wollte irgendwie nicht. Und ich habe auch nicht gespeichert, muss ich sagen. Also bin ich jetzt, habe ich nochmal neu angefangen und naja, ich denke mal, es wird jetzt laufen. So, wir gucken mal. Spiel laden. So. Und da sind wir auch wieder. Bei unseren beiden Steinen. Können Sie nochmal ansprechen? Hey, was hast du vor? Ich dachte, ich nehme euch erstmal mit. Das schminkst du dir mal lieber gleich ab, du Clown. Steine haben auch ihren Stolz. Wir lassen uns nicht von irgendwelchen dahergelaufenen Beinwesen rumschleppen. Tja. Das sind Ralf und Ingo. So. Wir haben ja letztes Mal probiert, hier vorne durch die Tür zu gehen. Das hat ja nicht funktioniert. Wir versuchen mal einen anderen Weg. Weil wir wollen ja zu Shania. Shania? Nee, Shaya. Shamha. Ja, ihr wisst schon. Wir gehen mal hier durch. So. Und siehe da. Huch. Huch. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wie ist das möglich? Tja. Shana? Gucken wir mal. Ja. Ist ja komisch. Das sind keine Kochrezepte. So viel kann ich erkennen. Hm, okay. Gucken wir uns mal den Sessel an. Hallo, Shana? Hm. Die Welt und ich haben ein Kommunikationsproblem. Sie hört mir nicht zu und ich verstehe sie einfach nicht. Genau. Dann schauen wir uns mal die Uhr an. Können wir die einstecken? Nee, aber wir können rangehen. Ah, warte mal. Wir haben ja hier eine Geräte, die können wir ja vielleicht als... Siehste? So. Okay. Nein, natürlich wollen wir das nicht überspringen. Wartet mal. Wir brauchen ja irgendeine Uhrzeit. Irgendeine Uhrzeit sollen wir hier einstellen. Zettel, kann man den irgendwie lesen, den Zettel? Ich soll dreimal täglich die Zähne putzen, aber hier steht nicht, wessen Zähne. Ben hat mir für heute wieder eine Menge Aufgaben zugedacht. Warum bin ich überhaupt aufgestanden? 5:30 Uhr. Na, gucken wir mal. Machen wir 5 Uhr. Wie geht denn das? Ah. Na, geh zu. Stundenzeiger. Ach, okay. Nee. Nee, wir waren ja auf 5 Uhr, ne? So. Nein, zurück. So. Nein. Ich will doch nur den anderen Zeiger anklicken. 5 Uhr. Tüdelü. Will er auch nicht? Will er auch nicht? Schauen wir mal nochmal ins Inventar. Mal gucken. So, da haben wir ein paar Zähne. Nehmen wir mal das Gebiss, knabbern da mal ein bisschen an der Uhr rum. Na, will er nicht. Ist klar. So, warte mal. Zettel. 5:30 Uhr. 7:37 Uhr.
Ach, da komme ich wieder raus. Okay. Okay. Zettel. Das sind keine Kochrezepte. So viel kann ich erkennen. Ja, das ist ja schön. Was sind das bloß alles für Zettel? Hm. Hier aufzuräumen wäre eine Lebensaufgabe. Und ich habe schon eine. Okay, also können wir die schon mal nicht mitnehmen. Einen Augenblick. So, da bin ich wieder. Entschuldigung. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Ja, mach ich. Der Sessel. Shana scheint nicht zu Hause zu sein. Nee. Oh, Entschuldigung. Tja, bleibt uns wahrscheinlich nur die Uhr. Gehen wir mal hin. Warte mal, wie hatten wir gesagt? 5 Uhr. War ja das nächste gewesen. So. Dann stellen wir die mal auf 7 Uhr. 6. 7. Kriegen das schon hin. Hoffe ich doch. Tüdelü, tüdelü, tüdelü. So, den dahin. So, jetzt den großen anklicken. Und den auf die... Wollen wir den Stundenzeiger mal auf die 12 hauen? Ja, und den Minutenzeiger auf die... Ach Mensch, Entschuldigung. Immer muss mir das passieren. So. So, der Stundenzeiger ist auf der 12. Minutenzeiger auf die 6. Das wäre ja um 6 hier. Verstehe ich jetzt nicht. Wow. Wow. Tür geht auf. So. Oh, Shana ist da. Ah! Wer ruft Hallo, mich? Hallo, grüß dich. Oh, das war wohl ich. Er soll näher treten. Ich komme. Ich sehe nur ein Kind in einem Clownskostüm. Ich bin Schausteller. Der Schausteller hat sich verlaufen. Mein Name ist Sedgwick und ich habe mich nicht verlaufen. Ich suche nach Shana. Ich bin Shana. Ja, das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Denken kann er also auch. Und trotzdem ist er hier, wo er nicht hingehört. Er darf vorerst sprechen. Was will er von Shana? Wer schickt ihn? Okay, fangen wir damit an. Ein Chaski namens Bobby schickt mich. Der Clown redet Unsinn. Die Wege der Chaski sind gefährlich. Kein Chaski wäre so verantwortungslos, ein unnützes Kind für seine Sache einzuspannen. Vielleicht bin ich ja nicht ganz so unnütz, wie ich aussehe. Er zweifelt an seiner eigenen Rede. Für wie nützlich hält er sich denn?
Naja, es stimmt schon, dass ich häufig Dinge fallen lasse. Ich bin auch nicht so stark und sportlich wie mein Bruder. Genau genommen gibt es nichts, was er nicht besser könnte, aber... Das reicht. Ich habe genug gehört. Wenn es diesen Shasky tatsächlich gibt, möchte ich persönlich mit ihm reden. Warum kommt er nicht selbst, sondern schickt ein unnützes Kind? Unnützes Kind? Hast du was geraucht? Er wurde von den Askyl überfallen. Die Asky sind noch nie bis in den Herbstwald vorgedrungen. Steht es denn wirklich schon so schlecht um diese Welt? Das ist tatsächlich beunruhigende Kunde. Und nun? Kannst du ihm nicht irgendwie helfen? Wenn er tatsächlich ein Shasky ist, dann kann er sich selbst helfen. Er hat mir erzählt, dass du Träume deutest. Der Shasky hat ihm eine wichtige Information vorenthalten. Shana deutet Träume für wichtige Personen, nicht für Clowns. Alter, ich bin wichtig. Ich bin sowas von wichtig. Aber meine Träume haben etwas zu bedeuten. Es ist nicht an ihm, das zu entscheiden. Na gut, dann sag du mir doch einfach, ob sie etwas zu bedeuten haben oder nicht. Ich meine, du bist doch die Expertin. Ich bin ein Orakel. Ich sehe Dinge, bevor sie passiert sind. Dass ich einen Clown tröste, der schlecht geschlafen hat, sehe ich nicht. Ich bin nicht als Clown hier. Ich helfe Bobby bei seiner Mission. Er hat mir sogar den Flüsterstein anvertraut. Was sagt er da? Der Flüsterstein ist hier im Herbstwald? Er soll ihn zeigen. Nun, ich habe ihn nicht direkt parat. Unglückseliger Tollpatsch! Der Flüsterstein ist ein äußerst wichtiges und mächtiges Objekt. Er muss auf der Stelle zurück zum Palast gebracht werden. Ja, Entschuldigung, manchmal eine Raupe hat den gefressen, Mann. Junge. Wird schon wieder rauskommen. Was passiert denn, wenn der Flüsterstein nicht nach Corona gebracht wird? Der Flüsterstein ist ein mächtiges Objekt. Das sagtest du bereits. Solange der Stein nicht an seinem Platz im königlichen Palast ist, ist das Gleichgewicht der Welt außer Kraft. Diese Welt wird zugrunde gehen. Wie in meinem Traum. Der Clown hat vom Ende der Welt geträumt? Yep. Dann war es kein Traum, sondern eine Vision. Das versuche ich dir doch schon die ganze Zeit zu sagen. Nur sehr wenige Menschen können das Ende im Traum sehen. Ich muss mehr darüber wissen. Ich spüre, dass sich in diesem Traum eine mächtige Prophezeiung verbirgt. Dann wirst du mir also sagen, was er zu bedeuten hat, ja? Ja, aber es wird ihm nicht gefallen. Ist das schon Teil der Prophezeiung? Mit übernatürlichen Kräften herumzuspielen ist keine Zirkusnummer. Er wird Dinge hören, die nie für menschliche Ohren bestimmt waren. Ich höre jede Nacht Bens Schnarchen. Mich kann nichts mehr schocken. Der Clown glaubt, ihn könne nichts mehr erschüttern. Er ist ein Narr. Was hat mich verraten? Die Bommeln? Er nimmt es nicht ernst. Es könnte ein Fehler sein, ihm sein Schicksal zu offenbaren. Nein, ich bin ja schon ganz ruhig. Es tut mir leid. Ich bin nur aufgeregt. Bitte rede weiter. Also gut. Er soll mir seinen Traum in allen Einzelheiten berichten. Naja, da ist erst einmal diese Felsenlandschaft. Alles ist zerstört. Ich laufe so schnell ich kann, denn die Felsen geben unter meinen Füßen nach. Da bemerke ich plötzlich ein blaues Licht und... Hallo? Shana? Oha. Shana, du wirkst plötzlich etwas, ich weiß auch nicht, verkrampft. Das ist nicht übel, irgendwie schräg, aber... Okay, genug davon. Das wird jetzt schon ein wenig unheimlich. Shana? Wo sitzt die drauf? Ist vielleicht möglich, dass... Selfik! Diese Welt ist im Untergange begriffen. Wie die Welt aus deinem Traum wird auch sie verfallen. Du, Selfik, hast das Schicksal dieser Welt in deinen Händen. Okay. Und du wirst derjenige sein, der diese Welt zugrunde richtet. Was? Es ist dein Schicksal, diese Welt zu zerstören. Was? Nein, stopp! Shana, nein! Du musst dich irren. Hey, du warst noch nicht fertig. Ich soll die Welt doch bestimmt retten. Oder wie? Das war eine mächtige Vision. Was habe ich erzählt, als ich in Trance war? Ja, das sollten wir nochmal besprechen. Vielleicht später? Der Clown muss mir erzählen, was ich ihm prophezeit habe. Ja, ist ja schon gut. Irgendwann muss es wohl raus. Du hast mir gesagt, ich würde die Welt, Ja? Du hast mir gesagt... Oh, ist das schwer. Es kommt mir einfach nicht über die Lippen. Du hast mir gesagt, ich würde die Welt, Was hat der Clown? Was will er mir sagen? Du hast mir gesagt, ich würde die Welt retten. Ach,
Ja? Ja, die Welt retten. Das waren deine Worte. Aber ich weiß nicht so genau, wie ich das anstellen soll. Nun, er ist im Besitz des Flüstersteins? Ja, irgendwie schon. Dann ist die Aufgabe klar. Der Flüsterstein muss nach Corona gebracht werden, zum Schloss des Königs. Okay. Und dann wird die Welt gerettet und nicht zerstört, richtig? Ja. Wie in der Prophezeiung. Wie komme ich denn nach Corona? Das ist doch garantiert ewig weit weg. Und ich weiß nicht einmal, in welche Richtung ich muss. Ja. Der Clown wird Hilfe brauchen. Er darf keine Zeit verlieren. Die einzige Möglichkeit ist, Kalida zu finden. Kalida wird ihn nach Corona bringen. Kalida? Wer ist das? Noch ein Orakel? Ich hoffe, sie ist nicht genauso schwer zu finden. Kalida wohnt in der Mitte des Sees. Auf der Insel? Wie soll ich denn da hinkommen? Es ist niemals einfach, sein Schicksal zu erfüllen. Hast du dich schon mal geirrt? Noch nie. Die Prophezeiungen bewahrheiten sich immer, aber nicht immer so, wie man es sich vorgestellt hat. Es gibt also einen gewissen Interpretationsspielraum? Worauf will der Clown hinaus? Ach, nichts. Kannst du nicht den Stein nach Corona bringen? Ich meine, das ist ja wohl kaum eine Aufgabe für einen Clown, oder? Die Verantwortung ist groß, aber die Prophezeiung irrt nicht. Was habe ich bloß angerichtet? Alles geschieht nach einem Plan. Sorgen sind unnötig. Am Ende wird der Clown die Welt retten, wie es ihm prophezeit wurde. Ja, das macht Mut. Tja. Wie komme ich zur Insel? Ich kann dem Clown auf seinem Weg nicht helfen. Aber er ist der Junge aus der Prophezeiung. Er wird ein Licht finden, das ihn leitet. Ein Licht? Was für ein Licht denn? Dort, wo der Wald am tiefsten ist, wird dem Auserwählten ein Licht den Weg weisen. Mhm. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Jetzt liegt alles in den Händen des Clowns. Er ist unsere letzte Hoffnung. Na klasse. Tja, okay. Gibt's da was Neues? Schauen wir mal. Hey, was hast du vor? Ich dachte, ich nehme euch erstmal mit. Das schminkst du dir mal lieber gleich ab, du Clown. Steine haben auch ihren Stolz. Wir lassen uns nicht von irgendwelchen dahergelaufenen Beinwesen rumschleppen. Ja, ist ja gut. Dachte, hier braucht man Tapetenwechsel, aber naja, gut. Bleibt er da. Oh, was ist das? Nanu, was ist denn das jetzt schon wieder für eine Kreatur? Wo kommt sie her? Und womit spielt sie da? Sieht ein bisschen aus wie unser Pfötzchen. Hey du, darf ich dein Ei haben? Ja? Das war wohl ein Nein. Eindeutig. Ein seltsamer kleiner Kerl. Er hält dieses rote Noai-Ei fest umklammert. Er scheint ganz versessen drauf zu sein. Schon gut. Warte, behalt dein Ei. Hier waren wir noch nicht am Baum. Schauen wir da mal hin. Ah, okay. Lichter. Oh je, das sind doch... diese Kreaturen, die einem tief im Wald auflauern, um einen an gefährliche Orte zu locken. Wie heißen sie noch gleich? Chaski? Orakel? Ach nein, Irrlichter. Lichter, die uns den Weg weisen, aber wie fangen wir die? Komm mal her. Nee, die hauen ab. Okay. Der Baum scheint ganz hohl zu sein. Haben wir da irgendwas? Schildkröte? Nee, nicht wirklich.
Okay. Da klebt doch was im Baum. Harz. Der Baum erinnert entfernt an Opas Baumkuchen. Und er ist genauso holzig. Na, lecker. Nee, halt mal. So, Harz. Können wir das mitnehmen? Mit bloßen Händen bekomme ich das Harz da garantiert nicht runtergekratzt. Alles, was ich bekäme, wären klebrige Finger. Okay. Dachte ich mir schon. Gucken wir mal zum Ufer. Der ist weg, der Bobby. Dann schauen wir mal. Warte mal, hier waren wir noch nicht. Gehen wir mal zur Höhle. Eine Schüssel. Totem. Ich habe es mir zur Regel gemacht, keine fremden Kultstätten zu schänden. Es reicht schon, wenn mich mein eigener Gott hasst. Schüssel. Nehmen wir die mal mit. Nein, die Schüssel ist fest mit dieser steinernen Totemfigur verbunden. Na klasse, Spinnen. Na, die mag ich ja. Frische Spinnweben zu essen soll gesund sein, aber ich glaube, das gilt nur, solange die Spinne kleiner ist als du. Oh, wer pupst denn da rum? Was ist das denn? Ein Pilz? Kann man den klauen? Ich bin nicht hier, um Pilze zu sammeln. Und diese dort schon gar nicht. Na denn nicht. Okay. Das war gerade der Augenblick, in dem meine Verdrängungsmechanismen eingesetzt haben. Ich werde im Folgenden nicht mehr darüber reflektieren, dass noch niemals irgendwo ein Spinnennetz einfach so entstanden ist, ohne eine entsprechende Spinne. Ja, ich möchte die auch nicht sehen. So, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Da. Okay, gehen wir zurück. Schüssel, die muss doch irgendwie. Das scheint eine Art Behälter für Opfergaben zu sein. Da spucke ich lieber nicht rein. Ich will nicht noch eine Gottheit erzürnen. Aus irgendeinem Grunde scheinen die ohnehin schon alle sauer auf mich zu sein. Warte mal, wir können doch mit Spot auch interagieren. Also wenn ich selbst nicht kräftig genug bin, dann ist es Spot ja wohl erst recht nicht. Da müsste er schon ordentlich zunehmen. Zunehmen? Warte mal. Der kann doch zunehmen. Hier. Das könnte klappen. Aha. Komm mal her, Spot. Und hüpf. Hüpf. Oha. Ja, und schon haben wir eine Schüssel. Cool. Okay, Spot. Du kannst ja mal wieder niedlicher aussehen. So, dann gehen wir mal zurück. Zum Baum. Ich hoffe, dass wir das Harz damit abkratzen können. Wo war denn der? Hier. Okay. Schüssel. Da ist die Schüssel. Da siehst du. Ja, die Öhrlichter. Ihr seid doch Lichter, oder? Irrlichter. Könnt ihr mir vielleicht den Weg weisen? In den Baum. Der Baum erinnert entfernt an Ob und er ist Okay, hatten wir schon. Dies muss der Baum sein, den Bobby meinte. Er überragt alle anderen Bäume in der Umgebung. Aber wie soll ich da nur raufkommen? Ich kann doch nicht klettern. Haben wir ein Seil oder irgendwas? Nee, Harz. Okay.
Na, gucken wir mal zum Wohnwagen zurück. Entschuldigung. Der Zirkus. Oha, was ist denn hier passiert? Mütze. Können wir die jetzt vielleicht mitnehmen? Oh Mann, oh Mann. Ich glaube nicht, dass sie Antworten parat haben. Dafür werfen sie aber viele unbequeme Fragen auf. Ich will es gar nicht wissen. Okay. Nein, lieber nicht. Diese Dinger sind mir suspekt. Gut, gehen wir wieder raus. So. Reden wir nochmal mit Ben. Hallo, Ben. Worum geht's denn diesmal? Weißt du etwas über eine gewisse Shana? Shana? Nie gehört. Wer soll das sein? Nicht so wichtig. Wie alles, was dich beschäftigt. Hast du das Erdbeben bemerkt? Und ob, hier sind alle Bälle runtergefallen. Ich hoffe, dass sowas nicht während einer Aufführung passiert. Und was, wenn die Beben bedeuten, dass die Welt auseinanderfällt oder dass der Himmel auf die Erde stürzt? Während einer Aufführung? Das wäre eine Katastrophe. Haha, mir machst du nichts vor. Du hast genauso Angst vor dem Ende wie alle anderen. Ich bin Artist. Ich habe niemals Angst. Du willst mir wirklich weismachen, dass du niemals Angst hast? Genau, niemals. Auch nicht vor Schlangen? Schlangen? Puh, die haben ja nicht einmal Krallen. Dafür haben sie giftige Zähne und Würgemuskeln, mit denen sie dir die Wirbelsäule zerquetschen können. Gib's auf. Die Sache mit den Zähnen ist sicher nicht zu unterschätzen. Aber ich habe keine Angst vor Schlangen. Auch nicht vor Spinnen? Spinnen? Puh, die haben ja nicht einmal scharfe Zähne. Dafür sind sie giftig und schnell. Es gibt Arten, die krabbeln dir in den Mund und legen ihre Eier unter deine Augenlider. Gib's auf. Ich habe keine Angst vor Spinnen. Spinnen sind sowas von eklig. Wow, Ben. Du bist so viel mutiger als ich. Tja, das allein wäre noch keine große Kunst. Du hast ja selbst vor Schmetterlingen Angst. Die übertragen ja auch Bazillen. Na, genau. Auch nicht vor Tigern? Tiger? Puh, die haben ja nur einen einzigen Kopf. Dafür sind sie schnell und stark. Sie packen dich mit ihren rasiermesserscharfen Klauen und zerfleischen dich mit Zähnen, die so groß sind wie Krummsäbel. Gib's auf. Die Zähne und die Klauen sind vielleicht ganz respekteinflößend, aber ich habe keine Angst vor Tigern. Auch nicht vor den Askil? Askil? Was soll denn das sein? Die Askil sind grauenvolle Monster mit spitzen Fingernägeln. Fingernägel? Ja, ihre Fingernägel sind so lang und spitz, dass sie dir die Augen aus mehreren Metern Entfernung ausstechen können. Und noch? Sie haben spitze Stacheln. Stacheln? Ja, mit ihren pfeilartigen Giftstacheln können sie ihre Gegner aufspießen. Manche Askil lassen die Leichen ihrer Gegner zum Schmuck einfach auf dem Rücken stecken, bis sie vermodert sind. Puh, langsam formt sich ein Gesamtbild. Das Schlimmste aber ist das spitze Horn auf ihrer Stirn. Horn? Ja, sobald sie dich entdeckt haben, rennen sie unaufhaltsam auf dich zu. Sie neigen ihren Kopf und spießen dich auf, bevor du auch nur an Fluch denken konntest. Puh, diese Askil scheinen tatsächlich keine angenehmen Zeitgenossen zu sein. Angst habe ich aber trotzdem nicht vor ihnen. Am Ufer hat ein Kampf stattgefunden. Hast du etwas davon mitbekommen? Ein Kampf? So ein Unfug. Wir sind hier sehr weit weg von Corona. In dieser Gegend gibt es keine Kämpfe. Aber... Zügle deine Fantasie. Ich habe keine Zeit für deine Hirngespinste. Ich fürchte, ich habe etwas ganz Dummes getan. Schon wieder? Was ist es diesmal? Hast du etwas kaputt gemacht? Schwer zu sagen. Ich glaube noch nicht so richtig. Dann will ich davon auch gar nichts wissen. Aber... Gib schon Ruhe. Du siehst doch, dass ich übe. Weißt du, wie man auf diese Insel in der Mitte des Sees kommt? Zur Insel? Was soll denn das jetzt schon wieder? Sag mir doch einfach, wie ich da hinkomme, okay? Kleine, nervige Brüder, die ihren Kanonentrick nicht beherrschen, kommen nirgendwo hin. Ja, super. Danke. Toller Beitrag. Denn mit dem Kanonentrick kann man sich ja überall hin katapultieren, nicht wahr? Wenn du weiter so nervst, katapultiere ich dich gleich wohin. Schon gut. Bald wirst du eine ganze Weile Ruhe vor mir haben. Mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst. Ich muss euch verlassen. Hä?
Wie meinst du das? Es ist etwas passiert. Mach dich nicht lächerlich. Ich habe langsam die Nase voll von deinen Fantastereien. Was ist denn diesmal los? Geht die Welt etwa wieder unter? Diesmal ist es anders. Tu mir einen Gefallen und verschone mich mit diesem Unsinn. Ich gehe trotzdem. Ja, genau. Und wenn ich die Welt dann vom Untergang rette, werde ich das Stück, auf dem du stehst, aussparen. Bis später. Ja, bis bald. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Darf ich auch mal? Die Antwort lautet nein. Finger weg von der Wäsche. Du machst sie ja doch nur wieder dreckig. Okay, schauen wir nochmal in den Wohnwagen. Können wir das mitnehmen? Nein, ich glaube, Ben hat ihn aus einem bestimmten Grund dahin gehängt. Wahrscheinlich, um mich daran zu erinnern, dass ich ohne seine Hilfe nichts hinbekomme. Na toll. Was ist das noch gleich für ein Zettel? Ach, stimmt ja. Auf diesem Zettel hat mir Ben aufgezeichnet, wie der Kanonenrohrtrick funktioniert. Das ist so unfair. Sogar zeichnen kann er besser als ich. Das soll wohl... Ben hat vergessen, den Ausdruck von Entsetzen in mein Gesicht zu zeichnen, während ich hunderte von Metern in die Luft katapultiert werde. Das Wichtigste ist ein stabiles Kanonenrohr. Dem Kanonier soll ja nichts passieren, wenn er mich in die Luft sprengt. Der Pfropfen wird vorne in das Kanonenrohr gesteckt. Nur so wird genug Druck aufgebaut, um mich hunderte von Metern in die Lüfte zu katapultieren. Au Mann, wie ich diesen Trick hasse. Ein Fallschirm soll dafür sorgen, dass ich mich bei der Landung nicht verletze. Na dann kann ja nichts mehr passieren, hä? Eine kleine Bombe oder etwas Schwarzpulver reicht schon aus. Einfach in die Kanone stopfen und anzünden. Der Rest wird schon. Das steht da wirklich. Der Rest wird schon. Das darf doch alles nicht wahr sein. Na, große Klasse. Können wir das jetzt mitnehmen? Nein, ich glaube wahrscheinlich um... Nee, okay. Der Teppich sieht zwar flauschig aus, aber ich fasse ihn lieber nicht an. Ich will nicht nach totem Bär riechen, wenn ich in den Wald gehe. Okay. Gut, dann gucken wir nochmal raus. Tülü. Opa. Hallo, Opa. Ach, hallo, Ben. Drückt dir der Hut immer noch? Okay, da gibt's auch bis nichts später. Neues. Kopf hoch, Ben. Können wir vielleicht irgendwas kombinieren? So, ich habe das Harz auf die Kralle geschmiert. Igitt, jetzt ist sie ganz klebrig. Okay. Ich glaube, daraus ließe sich was basteln. Nicht schlecht. Noch lange nicht fertig, aber für den Anfang. Und vielleicht noch Opas Zähne. Wo sind denn die? Ach, da oben. Die Zähne würden gut zu meinem kleinen Kunstwerk passen. So, und Ben, der hat ja vor nichts Angst. Ich hab da was für dich. Hä? Ein Aasgeier! Nimm ihn weg! Sehr witzig. Fand ich auch. Jo, Weichei. Gut, okay. Ich denke mal, hier gibt's weiter nichts. Schauen wir mal nochmal zurück. In den Wald. Da war auch nichts.
habe da so eine Idee. Guck mal, ich hab was. Hier? Willst du tauschen? Ja? Gegen diesen tollen roten Ball hier? Na, wenn das so ist, dann fang! Ja, war doch ganz einfach. Gut, okay. Ich habe das Bedürfnis, ihm ebenfalls die Zunge rauszustrecken. Aber das wäre unter meiner Würde. Okay, toll. So, dieses Drachenei, wo das hinkommt, das wissen wir ja. Das kommt nämlich da rein. Das jetzt. Nee, das sind jetzt nicht die Öllichter, oder? Feuerdrachen. Du, Ben, kann man Feuerdrachen eigentlich essen? Was? Himmel, nein! Das weiß man doch. Dein Magen würde explodieren. Wo ist der Unterschied zu Opas Petroleumsuppe? Das ist kein Scherz, Sedwick. Sehe ich so aus, als würde ich scherzen? Wie auch immer, es ist keiner. Ich mag keine Feuerdrachen, aber noch weniger mag ich es, Bruno im Dunkeln vor die Wohnwagen zu spannen. Die Feuerdrachen sind sicher auch nicht gerne eingesperrt. Es ist eine typische Lose-Lose-Situation. Aber Spotty. Lass es dir schmecken, Spot. Sedwick, nein! Jetzt sieh nur, was du angerichtet hast. Also Spot scheint es zu gefallen. Ihm haben auch seine Blasensteine gefallen. Er weiß einfach nicht, was gut für ihn ist. Sonst würde er dir wohl kaum überall hin nachlaufen. Okay. Feuerspotty, Spinnweben. Auf in die Höhle. So, schwupp. So. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Cool. Gut gemacht, Spot. Oh. Ich gehe keinen Schritt weiter, solange mich diese Augen anstarren. Hallo? Ist da jemand? Ganz ruhig, Sedwick. Das sind nur gruselige Augen, die mich mordlüstern aus der Dunkelheit anfunkeln. Na toll. Nehmen wir mal eins mit. Ich gehe keinen Schritt weiter, solange mich diese Augen anstarren. Okay, wir nehmen kein Auge mit. Kann man hier irgendwas machen? Nee. Okay. Toll. Irgendwas haben wir übersehen. Dann schauen wir doch noch mal in Opas Wohnwagen. Irgendetwas haben wir übersehen.
oder? Ich lasse ihn lieber da drin, ihn durch den Flammen. Für uns beide nicht. Okay. Kochen ist Opas Aufgabe, nicht meine. Nicht, dass ich mich nicht angebe. Da kann man mal sehen. Ich meine. Rezepte, Notizen, Flasche. Flasche? Können wir die mitnehmen? Unerreichbar, wie so vieles. Na klasse. Unerreichbar, wie so vieles. Tja, so viel zu meiner Theorie. Okay. Kochen ist oben nicht, dass ich mit. Da kann man. Ich meine. So, was haben wir denn alles im Inventar? Okay. Tja, ich weiß auch nicht. Vielleicht was bei Shaya in der Hütte vergessen oder übersehen. Schauen wir da nochmal hin. Hallo Ralf, hallo Ingo. Ach, die sitzt immer noch da. So, was ist denn das? Zettel. Kann ich da was mitnehmen? Da steht, die Farben kommen zurück in die Welt. Hier aufzuräumen wäre eine Lebensaufgabe. Okay. Hier auf. Ich habe die Uhr bereits wieder zum Laufen gebracht. Was will ich mehr? Nein, danke. Es fühlt sich auch so schon an, als würde ich die ganze Last der Welt auf meinen Schultern tragen. Sie wirklich real? Ich traue mich nicht, die Hand nach ihr auszustrecken, obwohl es als eine große Erleichterung käme, wenn sie nur ein Traum wäre. Sieht so aus, als käme sie nicht von dieser Welt. Hier ist auch weiter nichts. Schauen wir nochmal zum Baum. Oh, Entschuldigung. So, die Irrlichter können wir nicht fangen. Die hauen ab. Da rein. Wenn wir das Ding verstopfen könnten. Ah, verstopfen vielleicht mit. Warte mal.
Als Bot noch eine Larve war, hat er durch jedes Loch gepasst. Da war er noch niedlich. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Gibt's noch weiter nichts? Schatulle. Können wir noch irgendwas kombinieren? Das sind Bomben. Mit der Schatulle vielleicht? Nee. Karte, das Messer, Bomben. Nein, es ist gruselig genug, so wie es ist. Okay. Früher war die Mütze viel spitzer. Vielleicht ist das Steinpulver ja ein guter Ersatz für die verschüttete Stärke. Oh oh, das hat für meinen Geschmack etwas zu gut geklappt. Das wird Ben ganz und gar nicht gefallen. Okay. Der Kescher, Kompass. Den Kescher vielleicht fangen? Nee. Nee, hauen sie wieder ab. Schauen wir mal hier. Haben wir hier irgendwas? Da ist. Nee, jetzt zeige ich dir nur den See an. Okay. Vielleicht nochmal zurück zum Zirkus. Schauen wir mal in den Wagen. Die Wäsche, das. Die können wir nicht mitnehmen. Ich komme nicht dran. Nee. So ein Pech. Das geht nicht. Diese seltsamen Rohre sind im Weg. Okay. Nein, lieber nicht. Diese Dinger sind mir suspekt. Na toll. Wo kommen denn diese Rohre her? Das kann doch gar nicht sein. Ich... Kopfschmerzen, verdammt das! Au! Au! Aua! Verdammt! Es ist doch immer dasselbe mit dem Jungen. Was ist gerade passiert? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Okay. Ein Korken. Na dann. Auf. Dann versiegeln wir jetzt den Baum mit dem Korken. Okay, und jetzt fangen wir die Viecher, oder? Na komm. Was? Wo sind sie denn jetzt hin? Na, ist ja klasse. Na, dann wollen wir doch mal gucken, wo diese Irrlichter abgeblieben sind. Nanu, hier ist ja gar nichts. Wo sind sie hin? Kahle Stelle. Da ist nichts. Nur ein kahler Fleck. Seltsam.
Aber wir haben ja einen Spaten dabei. Aber irgendwo müssen diese Irrlichter ja abgeblieben sein. Ach, was soll's. Na, wer sagt's denn? Unter diesem Baum gibt es eine Höhle. Okay. Dann hüpfen wir mal rein. Da ist Petroleum im Wasser. Das hat noch weniger Spaß gemacht als vermutet. Von außen wirkt er so bunt und fröhlich, aber von innen ist er tot und hohl. Halte durch, tapferer Clown. Baum. Ich wollte Baum sagen. Toi, toi, toi. Warum mache ich das nur? Das hat noch nie geklappt. Ich glaube nicht, dass es irgendwer hört, wenn ich rufe. Das ist die Insel, auf der ich Kalida finden soll. Von hier oben betrachtet sieht es gar nicht weit aus. Aber wie soll ich da bloß hinkommen? Warte mal, ich habe da eine Idee. Das scheint mir genau der richtige Ort dafür zu sein. Der Druck der Explosion wird sich nach oben hin in den hohlen Baumstamm übertragen. Ich mag zwar keine Feuerwerke, aber wer bekommt schon immer, was er will? Nein, die liegen hier gut. Und wie bekomme ich euch jetzt angezündet? Ihr braucht mir nicht zu helfen. Ich krieg's auch so raus. Ach, na klar. Mit Spot. Schau mal. Sie direkt anzuzünden wäre purer Selbstmord. Ich bräuchte sowas wie eine Lunte. Oh. Eine Lunte, haben wir sowas? Nö. Eine Lunte, na toll. Eine Lunte. Einen Kescher haben wir. Okay. Also brauchen wir noch mehr, okay. Finger weg von der Wäsche, du machst sie ja doch nur wieder dreckig. Vielleicht weiß der Opa Rat. Hallo Opa. Ach, hallo Ben. Drückt dir der Hut immer noch? Bis später. Kopf hoch, Ben. Opa sieht heute noch älter aus als sonst. Ihr Stuhl schaukelt schon lange nicht mehr. Hallo, Ben. Worum geht's denn diesmal? Bis später. Ja, bis bald. Und okay. Denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown.
Wir brauchen eine Lunte. Ja, dann lasst uns noch mal zur Höhle schauen. Vielleicht haben wir da irgendwas übersehen. So, die Höhle. Dann zeigt er nur diese Totem an. Gehen wir mal da rein. Die Natur bringt die wunderlichsten Arten und manchmal habe ich den Eindruck, sie tut das nur, um mich zu ärgern. Ich gehe keinen Schritt weiter, solange mich diese Augen anstarren. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Können wir Spot da vielleicht draufsetzen irgendwie? Komm mal ein bisschen näher, Spot. Ich kann kaum was erkennen. Kannst du nicht heller leuchten? Nutzloses Ding. Komm mal ein bisschen näher, Spot. Ich kann kaum was erkennen. Kannst du nicht heller leuchten? Nutzloses Ding. Kannst du nicht heller leuchten? Nutzloses Ding. Ich gehe keinen Schritt weiter, solange mich diese Augen anstarren. Okay. Wir haben ein Messer. Pieken wir mal ein Auge raus. Ich gehe keinen Schritt weiter, solange mich diese Augen anstarren. Okay, schlechte Idee. Was haben wir noch im Inventar? Mit der Schippe erschlagen? Nee, das ist Quatsch. Vielleicht hat sie Angst vor dem Vieh hier. Ich möchte gar nicht wissen, zu was für einem Monster diese Augen gehören. Ach. Vielleicht können wir es mit dem Kescher fangen? Ich gehe keinen Schritt weiter, solange mich die... Ich weiß auch nicht. Warte mal, vielleicht kann man ja diese Schalen hier anzünden. Oder hier, das tropft doch. Vielleicht ist das auch Petroleum. Und wir stecken das einfach mal in Brand oder so. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Nee, du sollst ja da nicht hochgehen. Komm mal wieder zurück. Ich gehe keinen Schritt weiter, solange mich diese Augen anstarren. Ja, ist mir klar. Ich gehe keinen... Okay. Tja. Was machen wir da? Warte mal, wir brauchen noch eine Zündschnur, ne? Nee, das geht nicht, okay. Hätte ja klappen können. Oder können wir vielleicht, warte mal, das ist die Karte. Hatten wir nicht vorhin Stoff? Nee, nicht mehr, okay. Hier ist nichts zu tun. Und hier zeigt er auch nur die Pilze an. Hm.
Gute Frage. Da ist guter Rat teuer. Totem. Totem. Nee, hier ist nichts. Schublade, Kerze. Die Kerze, da kommen wir nicht ran. Oder kommen wir ran, da haben wir uns ja wohl die Finger verbrannt. Bärenkopf, da waren wir schon. Dieser Teppich erinnert mich an einen der grundlegendsten Mechanismen unseres Lebens. Ganz egal, was du erreicht hast, egal wie groß deine Pranken und wie scharf deine Zähne sind, du kannst immer noch als Fußabtreter für eine Gruppe Zirkusclowns enden. Ah. Ganz toll. Ach ja, das kaputte Ofenrohr. Komisch, wie man so funktioniert. Seit die Klinke abgebrochen ist, meckere ich nachts immer über die Kälte. Dabei habe ich ganz vergessen, wie ich vorher immer über den Rauch gemeckert habe. Das müsste bestimmt mal durchgepustet werden. Aber das sollte jemand machen, der größer ist. Und kein Asthmatiker. Und jemand, der keine Angst davor hat, an einer Rußvergiftung zu sterben. Jemand anderes halt. Vielleicht Spotty nochmal durchjagen hier? So als Feuer-Spotty? Nein, wir brauchen kein Feuer im Ofen. Es ist warm genug. Und wir müssen Kohle sparen. Wir hatten nur sehr wenig Publikum in letzter Zeit. Okay, und wenn wir den dann nochmal verwandeln? Gut gemacht, Spot. Jetzt müssen wir dir nur noch beibringen, in Bens Schuhe zu sabbern. Warte mal, ich habe gerade eine Idee. Einmal versuche ich es noch. Die Höhle. Wir gehen da nochmal zurück. Vielleicht klappt das ja, wenn wir Spotty nochmal verwandeln. Oder so lassen, wie er jetzt ist. Ich weiß es nicht. Wenn das nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht weiter. So, schauen wir mal. Ich gehe keinen Schritt weiter, solange mich diese Augen anstarren. Ja, das hast du ja schon gesagt. So, Spotty. Los, Spot, du gehst vor. Was ist? Blöde Raupe, was bist du nur für ein Feigling? Okay, das funktioniert so nicht. Vielleicht, wenn er dick ist. Na, mal sehen. Oha. Die Augen waren ja schon gruselig. Aber das hier? Ein Fisch. Bleib schön auf deiner Seite der Wand, hörst du? Die Augen waren ja schon gruselig. Aber das hier? Ich glaube nicht, dass ich das Tier auf diese Weise aus dem Stein befreien könnte. Und ich probiere es auch lieber gar nicht erst. Stein befreien. Warte mal. Ah, okay. Ah, ein Seil. Ein Schädel. Ich lasse ihm lieber seine letzte Ruhe. Wenn ich tot wäre, würde ich auch nicht wollen, dass jemand mit mir rumhantiert. Okay. Na dann haben wir doch unsere Lunte. Auf zum Baum. Okay. So, das Seil.
Im Prinzip würde sich das schon als Lunte eignen, aber es ist ganz feucht. So wird es niemals brennen. Och Mann, was denn jetzt? Muss Spotty das erstmal trocknen oder wie? Das Seil ist zu feucht, um zu brennen. Das glaube ich jetzt nicht. Kann man das vielleicht hier hinlegen? Lassen wir es von der Sonne trocknen? Nö. Das Seil ist zu feucht, um zu brennen. Ach, Alter. Große Klasse. Können wir das mit irgendetwas kombinieren? Dann ist es trocken, nein, oder? Nein, das eignet sich wohl kaum als Lunte. Es ist zu feucht. Nein, es ist gruselig genug, so wie es ist. Habe ich nicht schon genug kaputt gemacht? Ich bin nicht so verzweifelt, dass ich wahllos Sachen aneinander knote. Es ist eher diese andere Art von Verzweiflung, die bei der man sowas bleiben lässt. Okay. Keine Ahnung. So. Also wir wollen uns ja mit dem Baum auf die andere Insel hin katapultieren, ja? Ich glaube, auch das wird er überleben. Spot landet immer auf den Füßen. So, dazu brauchen wir ein Seil. Das haben wir. Also eine Lunte. Aber wie kriegen wir das alle Teil jetzt trocken? Wo sind die jetzt hin? Da unten. Nein. Das eignet sich wohl kaum als Lunte. Es ist zu feucht. Der Diebe doch nicht. Vielleicht hier mit Feuerspotty ruf? Nee, das geht nicht. Das Seil ist zu feucht, um zu brennen. Okay. Na gut. Naja, Stunde ist eh vorbei. Machen wir mal einen Cut für heute. Und ich werde mal recherchieren, wie das hier weitergeht mit der Lunte. Ja. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier wieder bei Gunfrog live auf Twitch. Ich wünsche euch heute noch einen wunderbaren restlichen, ich glaube heute ist Montag, ne? Ja, Montag. Bis denn, bye bye. Ich werde doch mal gleich speichern hier, weil letztes Mal habe ich es ja vergessen, ihr wisst ja. So, speichern. Okay. Bis denn, ihr Lieben. Tschüss.